Dieses Spiel hat keine Altersbeschränkung. Wir wünschen euch allen viel Spaß. Ich muss mich so rüberleben. Da ist das Traumazentrum. Okay, wo haben wir die Station denn dazu? Wieso haben wir kein Traumazentrum? Achso, du bist ja gar nicht auf dem Fachbereich, deswegen auch keine farbliche Markierung. Nee, hier wäre das. Also hier unten. Ja, nee, das ist toll, weil wir hätten noch gar keinen Platz mehr, ne? Aber ja, muss ich dann eins höher bauen, ne? Ja, nicht nur eins, zwei sogar. Wir haben hier auch keinen Platz mehr. Aber vielleicht ist das gar nicht so ver... Was ist denn das hier eigentlich dann? Die Intensivstation? Ja, ne? Warte. Nee, warum wird denn das Traumazentrum da nicht aufgeführt? Ja, weil wir es nicht haben. Nein, aber hier in der... Achso, drei Stück, das wird Warte mal, jetzt bin ich aber auch ein bisschen... Da sind die Traumazentren. Hier unten rechts im Bild. Aber... Vielleicht sind die belegt alle. Nee, da will er doch hin. Ja, aber vielleicht sind die schon voll. Station in der Chirurgie ist... Aber in der Chirurgie... Vielleicht brauchen wir noch eins in der Chirurgie. Habe ich einen... Warte, ich habe, glaube ich, keinen Arzt in der... Ich habe keinen Arzt im Operationssaal eingebaut. Eingebaut? Ja, montier da mal ein. Wie konnte ich das nochmal machen? Du Chefarzt, was willst du jetzt? Du Oberarzt, was willst du machen? Du hast gar keinen Arzt eingesetzt, meinst du? Ja, muss ich da einen einsetzen? Nee. Wird keiner benötigt, sonst würdest du es ja jetzt da sehen. Hier habe ich keine. Vielleicht ist auch das das Problem, weil die dann keine Labor vorher machen können. Der braucht Kardiologieassistent. Das heißt, ist keiner dabei? Ist keiner dabei. Ist hier einer dabei? Der braucht Ultraschallassistent. Oh, jetzt müssen wir App bezahlen. Drück uns die Daumen. Ja, wir müssen immer für jede neue Suche 2,5 hinblättern. Das tut Aua. Da ist aber einer. Da sind sogar... Nee, das ist Ultraschall. Da unten ist Cardio. Wo also bin ich? Ich bin aber jetzt bei Ultraschall. Ist bei Ultraschall? Ja. Hast du dich gerade eben gehabt? Ja. Ich hab rumgeklickt. Ja, ich merke es schon. Zwei Stück. Letzte, vorletzte haben wir. Wir nehmen mal den da drüber. Den der da. Ist günstiger und der hat keinen langen Arbeitsweg. Hat okay. Vorteil. Okay. Versuchen wir mal, ob das jetzt wieder was wird oder ob wir jetzt den Patienten wieder verlieren. Was ist eingewiesen? Konnte nicht behandelt werden. Seltsam, ne? Oder weil das schon alles einmal jetzt ins Laufen gekommen ist? Ich denke, dass wir nicht schnell genug waren. Einweisung ITS. Was ist ein ITS jetzt? Intensivstation. Ah, alles klar. Macht Sinn? Eisumschlag. Patient kann nicht aufgenommen werden. Irgendwas ist ja verkehrt. Ne? Michael Meyer. Michael. Erinnert mich so ein bisschen an so einen Horrorfilm, weiß ich gar nicht. Okay, guck mal. Michael Myers. Protonenpumpenhemmer. Haben wir nicht. So fortschrittlich sind wir noch nicht. Aber wir könnten MC Hammer einstellen, das könnte man machen. Ja. Protonenhemmer oder was auch immer, das haben wir nicht. Ja, aber er wird ja noch untersucht. Woher wissen die denn schon? Also, weil wir. Da geht er. Nee, das hast du jetzt ja angewählt. Das ja. Die Überwachung fehlt schon da, siehst du? Bei der ist doch. Gelb ist doch, wird gemacht. Grau ausgegraut ist, kann man nicht machen. So ist der Gute jetzt schon oben bei uns auf der Überwachung, ja? Das wird doch dieser Raum hier, oben rechts. Oder? Ja, das war die Überwachung. Ja. Da ist ja nur so ein einzelnen Raum gebaut. Okay, ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt, ja. Interessant das ist ja, dass, wenn das so sein sollte, der dann soll ja er dahin jetzt gehen. Das ist ja aktuell, was gemacht wird. Kann nicht vollständig behandelt werden. Aber wieso? Weil uns die Intensivstation fehlt? Die Blutanalyse können wir nicht machen, ne? Aber wir haben doch das Labor oben. Spezielle Blutanalyse für Patienten der Intensivstation. Benötigt ITS zum Intensivstation? Haben wir nicht. Benötigt Ausstattung Blutanalysegerät. Wir haben also keine... Ach du Heilige.
Ja, dann müssen wir eigentlich noch eine Etage bauen, nee, ne? Hier ist noch was Platz. Haben wir noch ein bisschen Platz? Ist zwar in der Radiologie, aber da können wir ja auch noch eine Intensivstation hingedingeln, oder? Ja, dann... Warte mal, ich guck mal erstmal, was uns das kostet, weil wir haben eher, denke ich mal, ein geldtechnisches Problem. Wie im wirklichen Leben, ne? Aber nie genug von haben. Was kostet das Ding jetzt? 29.000, oh Gott. Ja, dann müssen wir Kredit aufnehmen. Ja, oder ihn halt nach Hause schicken. Wir müssen ihn ja nicht behandeln. Doch, wir müssen ihn behandeln. Nein, wir lassen ihn dann jetzt erstmal gehen. Wir lassen keinen zurück. Der, ja. Nee, wir können auch einfach sagen, er soll woanders hingehen erstmal, damit wir genug Geld haben. Kameradenschwein. Nee, wir müssen nicht immer alles nur direkt kaufen. Ja, ist ja okay. Wandel 45 Patienten pro Tag, das wird eng. Ja. 55 kommen. Wo sind wir jetzt bei 12, knapp 13 Uhr jetzt? Aber keine Musik, ja, zum Warten. Nee, keine Musik. Vielleicht wollen die aber auch keine Musik während des Spielens haben. Keine Ahnung. Das wird, glaube ich, eng. Unser Krankenhaus hat geöffnet bis 18 Uhr. Da stand gerade Mittagspause von 12 bis 14 Uhr. Entschuldigung. Schau Gott, geh wieder nach Hause, wir sind pleite, gute Besserung. Ja, so ist es halt. So ist das, wenn man zu viel ins Krankenhaus kommt. Kann nicht aufgenommen werden. Aufnahme CC, das ist dasselbe Problem wie eben, oder? Nee, eben hat man die Intensivstation. Das ist, aber Traumazentrum hat man ja eben schon mal. Da wird sie ja jetzt aufgenommen. Aber wir haben keine Intensivstation, weil wir können sie nicht in die Intensivstation einweisen. Also tschüss. Geh mit Gott, aber geh, mach's gut. Ja, aber ne, bevor die hier guckt, jetzt wird sie wieder abtransportiert, damit das sie woanders. Schön, dass sie da waren, aber wir können ihnen leider nicht helfen. Also wir haben zwar draußen draufstehen Krankenhaus, aber in Wirklichkeit halt wascht keine nur Geld hier, diese Anlage. Wir machen OPs, aber darf halt keine schlimme sein. Aber wenn sie wollen, können wir ihr Auto waschen. Oh Mann, oh Mann. Ja, ist so. Oh. Na, schon mal eine, wie hieß das, Nasendusche bekommen? Wie war das? Und letztes bei Big Bang gesehen. Ja, ja, Nasendusche. Widerlich. Für die Nebenhöhlen zu spülen. Bah. Das ist total gesund. Mhm. Es gibt doch Leute, die trinken ihr Pipi. Soll auch gesund sein, Eigenurin, aber bin ich auch kein Fan von. Gibt Dinge, die brauche ich einfach nicht. Patient kann nicht aufgenommen werden. Ist das jetzt wieder dieselbe von eben? Ja. Da kommt der nächste. Immer Chirurgie, ne? Ist das wieder? Ja, weil das immer die Intensivstation ist. Ja, komm, hau doch einen raus. Wir brauchen ja... Guck mal, wir haben 25... Was hat das Ding gekostet? 27 eben? Ja. Ja, haben wir doch gleich. Wunderbar, ja, wunderbar. Manchmal ist das gut. Vielleicht kriegen wir auch noch die... Guck mal, noch zwei Patienten. Dann hätten wir auch die Belohnung wieder und können vielleicht das dann bauen. Ja, ist so nicht verkehrt, ja. Einen, den wir wieder nicht behandeln können. Aber wir hätten ja noch... sieben im Vorlauf, also sieben, die noch kommen. Ich bin mal gespannt, ob wir wirklich auf 55 kommen oder ob das nur maximal ist. Also die kommen könnten. Kann ich jetzt noch eine Etage draufbauen oder? Ja, aber ich will nicht wissen, was das kostet. Wir sind noch immer bei 48. 77 von 200 Mitarbeiter haben wir. Aber jetzt, wunderbar, weil ich gerade 45 haben wir behandelt. Was ich gerade sagen wollte, wir haben jetzt unten stehen die Gesamtmitarbeiteranzahl, die maximale. Ja. Vorher war das ja auch mal pro Abteilung gedeckelt. Ne? Ist das immer noch so? Hast du da irgendwas gerade so völlig gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt auch noch nichts gesehen. Vielleicht haben sie das wieder rausgenommen. Ja, ein bisschen begrenzt ist es ja, weil du hast ja Tag-Nacht-Schicht und du kannst maximal so und so viele pro Raum einstellen. Ne? Ein bisschen ja, gedeckelt ist es in dem Sinne. Aber schon. Geh doch mal bitte auf unsere Reinigungskräfte. Wir müssen jetzt auf die Reinigungskräfte gehen. Ja, hallo? Nein, auf die Räume. Oder mal auf den Fachbereich, ob da steht nur, weiß ich was, maximal 3 Reinigungskräfte pro Fachbereich oder sowas. Das würde mich interessieren, ob das auch gedeckelt ist, weil... Geh mal her. Mach es selbst. Das mach ich kurz mal. Wo sind wir denn hier überhaupt? Wir sind... Radiologie? Die Maus spielt wieder verrückt.
Chirurgie. Ach ja, wir sind in der Station, zweite OG sozusagen. Hausmeister 2. Steht hier, aber wir haben nicht 2 von 2 da stehen. Das haben wir nur bei den Ärzten hier. Reglementiert sozusagen. Okay, also da können wir so viel einstellen, wie wir wollen, theoretisch, würde ich jetzt sagen. 33 von 6. Das heißt, wir haben 33 Patienten, 6 können wir dann stationär aufnehmen. Fehlt die OP-Pflegerin noch. Vielleicht ist das das Problem. Oh ja, wo müsste die denn sein? Hier müsste die eigentlich mit bei sein. Einen von sicher? In die Nachtschicht schicken. Chirurgie, 4 von 1. Das heißt, wir haben 4 Leute und einen, die mich behandeln konnten, ne? 4,5 Sterne. Das ist schon mal nicht schlecht. Was schrieb eben Prost? Habe ich was verpasst? Was war? Ich weiß es nicht. Hast du mich getrunken? Das kann sein. Also, das ist ja nicht am Abend, deswegen isst sie noch nichts, ne? Also ein bisschen zeitabhängig. Ja. Macht doch noch Spaß. Ja. So, wir bauen mal kurz unsere Intensivstation, habe ich beschlossen. Schmeißt du wieder Geld raus. Ja, haben wir 60.000. Passt. Machen wir nicht das kleinere, oder? Obwohl, wir können es noch dazu kaufen. Ja, weil wir brauchen nämlich ein Blutanalysegerät. So. Was kostet das große? Ist nur mal Interesse halber. 58.000 können wir uns leisten. Ja, aber wir müssen mehr haben als die Intensivstation. Bist du gierig? Ist der Eingang hier? Ja, oben. Ist ganz schön die Ecke bauen, ne? Nein, ja, ja. Ja, ist doch Platzverschwendung. Seht das Ding mal. Ja, so. Ja, dann mach. So viel Unterschied ist jetzt nicht. Besonders wenn du jetzt den nächsten Raum angrenzend dran setzen willst, musst du ja wieder einen Korridor nach links, rechts und nach oben haben. So hättest du den nur nach oben in den Flur rein und könntest Raum in Raum setzen. Ja, aber ist doch schon so furchtbar. Ich kann doch hier viel näher dran gehen als dann eben. Dreh den nochmal. Hier hast du viel mehr Platzverlust. Gut, dann mach. Errungenschaft. Instant Hospital. Alles vorgefertigte Räume. Das Kätzchen ist wieder da. Ja, reicht denn jetzt nur die Intensivstation? Sollen wir mal gucken? Ich habe keine Ahnung. Wir lassen einfach nur laufen. Nicht auf der Toilette. Böse. Doch, auf der Toilette sollst du laufen lassen. Das ist halt der Sinn, der Zweck des Ganzen. Nicht auf der Toilette. Ich habe auch hier, haben wir sehr unklug gebaut. Hier mit dem. Zett mal anders. Hier ist Platzverschwendung ohne Ende. Wir könnten vielleicht hier den Wartebereich noch wegmachen, noch einen Raum hinsetzen und den hier so hinzimmern. Dass wir den ummodeln. Ja. Weißt du? Und dann kriegen wir hier auf jeden Fall noch irgendein Zimmerchen rein. Ich lass mal bis zum nächsten Morgen laufen, oder? Ich wollte sagen, das macht man erstmal. Ab, vielleicht haben wir erstmal alles Notwendige jetzt auch schon. Wir brauchen uns gar keinen Stress machen. Gleich auch vielleicht Feierabend, oder? Wann müssen wir? Weiß ich noch nicht, ich gehe gerade mal gucken. Nee, mach Mute. Bevor das Ding jetzt auf den Tisch knallt. Ja. So, Auftrag abgeschlossen. Ein Auftrag für die Krankenkasse wurde erfolgreich erfüllt. 75% Ansehen. Wir bekommen 40.000. Also ich wäre jetzt ja wieder dazu geneigt, jetzt wieder einen Kredit ein bisschen zu tilgen. Aber je nachdem, was jetzt also auf uns zukommt, müssen wir noch mehr bauen. Die Fiene schreit gerade aus dem Hintergrund. Wenn ich das jetzt privat spielen würde, würde ich tatsächlich einfach mal eine Zeit lang auch laufen lassen und nicht so viel Kohle ausgeben. Sodass man vielleicht dann doch so ein bisschen hier und da den Kredit mal ein bisschen mehr tilgen kann. Ja, gut, ich meine,
Ich glaube, der ging um 100 zurück, ne? Ja, ja, muss ja. Wenn wir jetzt 20.000 zurückzahlen, der geht um 200 zurück, so. Das ist jetzt nicht die Welt, was wir an Zinsen pro Tag zahlen, aber naja. Wacht mal einfach mal ab. Wollen wir nicht zu kniesig sein, weil sonst zieht sich das hier, weiß ich wie lange, bis wir weiterkommen. Statistiken, Personal, Patienten. Wir haben 10 auf stationär, 29 ambulant. Unbehandelt 11, behandelt 119, 91%. Wunderbar. Gut, die Aufgaben stehen hier immer. Ne? 50 Patienten pro Tag, Kontostand über 0, haben wir ja noch nicht ganz hingekriegt. Ja, Entschuldigung. So. Aber wir hätten jetzt auch die Nacht eigentlich mit der Nachtüberspringfunktion vorlaufen lassen können, aber nun gut. Was das hier oben ist, weiß ich noch nicht. Ereignisse werden freigeschaltet, sobald die Stationen allen Abteilungen geöffnet wurden. Okay. Ach, das sind... Ich bin leider total erkältet, ne? Das sind diese Ereignisse, die wir vorher hatten, wo man so ein Out... Ja, du musst das Mikrofon nicht muten. Ja. Crash und so. Genau, sonst hört man dich nicht. Genau, diese Aktion freischalten konnte. Das waren vorher manchmal nur zwei, ne? Egal, machen wir weiter hier. It's your turn. Gibt keine freien Betten in der Station. Einweisung Überwachungsstation. Ja. Das ist dann halt so. Lange Wartezeiten für Betten. Hast du noch was getilgt? Entschuldigung. Nee. Noch nicht. Wollen wir ein bisschen was abwarten? Oder wollen wir... Ja, das hatte ich ja gerade gesagt. Ja, ich hab's nicht gehört. Also wir können jetzt theoretisch tilgen, aber dann würde es vielleicht zu lange dauern, bis wir dann, wenn was kommen sollte, hier weitermachen können. Weil man will es ja nicht künstlich in die Länge ziehen für die Folgen oder für den Stream. Ja. Aber wir wollen natürlich auch unser Ziel erreichen, ne? Deswegen, ich würde mal gucken. Der Patient ist kollabiert. Oh, da liegt sie. Die rutscht doch nur aus. Wir haben Fußbodenheizung, schön warm der Boden. Ja. Wer möchte sich da nicht hinlegen? Dehydriert. Diarrhoe. Oh. 7 versteckte Symptome, wunderbar. Antidiarrhoerika. Ja. Also wir können immer noch selbst behandeln. Ich glaube, es war ja auch eins der Kernelemente. Guck mal, der redet mit ihr. Er redet mit mir? Nee, der. Da wird sie gefahren. In eins unserer Traumazentren. Oh, da wurde eine falsche Diagnose gestellt. Kollabiert. Ist das sie mit der falschen Diagnose? Nein, das ist sie hier. Saskia. So. Offene Wunde, heftige Armschmerzen, Schwindel, Muskel, Hautschäden, sichtbarer Knochen. Ja, ein sichtbarer Knochen ist eine Fraktur. Bruch, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ganz aber nicht falsch. Offene Humerusfraktur, wird das so ausgesprochen? Humerusfraktur? Röntgen der oberen Gliedmaßen, haben wir alles da. Ja, ihr. Aber. Aber es stimmt ja nicht. So. Nee, jetzt haben wir die richtige Diagnose drin, ne? Ich hoffe. Ja, kriegst du was gegen die Schmerzen. Ansonsten ein Stück Panzertape hilft immer. Vaskulitis. So. Naja, das wird schon gut sein. Guck mal hier lieber, was die macht. Was die nochmal hinkriegen. Ich bin gespannt. Vaskulitis? Ich bin gerade überlegen, ich habe da wahrscheinlich irgendwas verpasst. Hat, ja. Schon klar.
beobachten sie alle gespannt. Ho, ho, ho. Wir könnten aber bitte auch mal den Bauch abtasten, wenn es hier so kacke geht. So. Die ist nicht gut, die Ärztin hier. Wir sollten vielleicht mal dazu übergehen, Chefärzte einzusetzen, die gut sind. Das könnte auch ein Vorteil sein. Vielleicht sind die dann etwas effektiver oder besser in der Diagnose. Finde ich gut. Müssen wir gleich mal gucken. Kann es sein, dass sie ein bisschen überlastet ist, ne? Könnten wir auch einen anderen Arzt noch zuweisen? Dem Arzt einen anderen Arzt? Geht der Patientin einen anderen Arzt. Aber so. Die hat nur drei. Du warst gerade auf dem Arzt. Ja. Marguerite Hall. Ja, wie viele Patienten die hat, habe ich gerade geguckt. Okay. Trapezkünstler, hast du dir den Beruf auch schon mal angeguckt? Nicht, Chirurgie ist nicht einsatzbereit. Was braucht der Überwachung? Intensivstation. Sind schon voll? Nee, die wird wahrscheinlich nicht laufen, weil wir kein Schwesternzimmer haben und so weiter. Das haben wir doch. Nee, aber keins von der Intensivstation. Die haben... Hatten die ein separates? Ja. Ist aber alles da. Sonst wird das doch da stehen. Ja, wir sind Intensivstation. Doch, Intensivstation ist richtig. Oh, da fehlt nichts. Ich würde gleich auch gerne eine Pause machen, wenn ich das mal so anmerken darf. Ja, können wir ja machen. Oder du machst noch was weiter. Gerade nur noch schlecht konzentrieren. Ich würde es nur gern wissen, ob sie es schafft. Aber sie wird auch nicht untersucht. Warum kommt denn da kein Arzt? Wahrscheinlich keiner frei ist. Morbus Crohn. Boah, da sind ja Sachen bei dir, die habe ich noch gar nicht gehört. Ey. Morbus Crohn doch. Schön, dass du das kennst. Doch, das ist eine Darmerkrankung. Achso. So. Ich hab's mal auch schnell gemacht. A la Speedy Gonzales. Das ist wieder eine kollabiert. Ich finde das total toll, bei uns zu kollabieren im Krankenhaus. Nee, das ist doch die gleiche. Das ist wieder dieser, die mag den Fußboden. Das ist die Fußbodenheizung, 100 Pro. Der Boden ist so schön warm. Da haut sich glatt nieder. Kommt keine Sau, ne? Die will keiner. Wo ist sie denn überhaupt? Die liegt ja im Traumazentrum rum. Da guckt keiner. Da liegt sie doch gut. Die liegt ist bestimmt auch beheizt. Was das an Strom kostet wieder. Druckempfindlichkeit, Erbrechen, Ermüdung, Appetitverlust. Das ist doch die Therapie schon. Die soll sich mal nicht so anstellen. Oh, da liegt Blut. Aber das Krankenhaus ist nicht mehr so schmutzig, ne? Ist schon mal aufgefallen? Hm. Das ist bis jetzt noch nicht. Mhm. Ja, die können wir nicht machen, warum auch immer. Okay. Ah. Krankenhaus schließt. Jo, da haben wir es heute nicht geschafft. Insgesamt nur 49 Patienten. Nee. Boah. Willst du weitermachen? Nee. Sollen wir eine Pause machen? Ja. Ich glaube, mir geht gerade die Stimme weg. Ja, machen wir nachher, wenn wir es schaffen, heute Abend nochmal oder so. Auf jeden Fall heute Abend oder vielleicht morgen, ne? Also wir werden auf jeden Fall die Tage nochmal weiter aufnehmen. Stream, hast du Pause gemacht? Ja. Ja, Pause gemacht. Oh. Also wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Wir sind scharf drauf und heiß drauf. Und es läuft ja auch einigermaßen zumindest, ne? Ja, vielleicht machen wir das nächste Mal dann wieder unser eigenes Krankenhaus. Ich glaube, wäre besser. Also macht mehr Fehls, als wie nur die ganze Zeit ein paar Räume dazu zu doktern. Ist es ehrlich auch zu unübersichtlich. Ich weiß nicht, was ich wo habe und da komme ich nicht so klar mit. So machen wir es. Alles klar dann. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Bye. Tschüss.